Genau, und dann sind wir nach da drüben gegangen und hier war. Hier ging es dann wieder nach unten zurück und da wurde ich gefressen. Genau. Heißt aber, hier drüben fehlt mir noch was. Karte. Genau, und zwar hier oben. Hier, ich würde sagen, hier fehlen mir noch 1, 2, 3 Teile vom Memory Conflux. Und eventuell da oben noch mehr. Das würde durchaus Sinn machen. Ab zurück. Es tut mir leid, aber wenn die Karte sich nicht selber ausfüllt, muss ich es tun. You hate it, but you're here, so you have to endure it. Gehen wir mal davon aus, wir sind gerade tatsächlich in einem Computer. Dann ist die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, wer hat den gebaut? Und die Frage danach wäre, was genau macht dieser Computer? Wir sind noch chill? Brudi? Brudi? Chill? Brudi chill? Brudi ist chill, okay. Ich finde es so dämlich, dass man in die Richtung werfen muss, in die man hingehen möchte. Es macht halt auf allen Etagen keinen Sinn eigentlich. Ich würde nicht wundern, wenn das da in derselben Verbindung steht wie das hier drüben. Aber dazu später mehr. Wir gehen erstmal zurück ins Land des wunderbaren Blaus, aka rüber zu Unfortunate Developments wahrscheinlich. Memory. Oh, okay, das ist Memory Conflux, das wusste ich, aber ich bekomme halt keine Einblendung, wenn ich nicht mehr in den Memory Conflux bin. Sondern in so einem, ich nenne es jetzt mal Zwischengebiet einfach nur. Sind hier noch mehr? Oder also geht es hier raus aus Memory Conflux oder bist du immer noch mehr Memory Conflux? Du bist. Entweder ein sehr großer Memory Conflux oder tatsächlich kein Memory Conflux. Ich habe unten gerade so ein Hydra-Ding gesehen. Und hier ist ebenfalls wieder so ein Weg drüber zur Seite weg. Also gehe ich mal davon aus, dass die beide in dieselbe Richtung führen. Und genau, alles, was so diese roten Dinger in sich drin hat, ist Memory Conflux, basically. Am I right? Funny thing? Kamera hilft nicht, aber okay. Okay, funny thing. Bist du mad, wenn ich das hier mache? Tatsächlich ist es nicht mad, wenn ich das mache. Okay. Dann verstehe ich nicht ganz, was das macht. Ich werde es offensichtlich nicht angreifen, aber. Wofür ist der da, wenn er nicht dafür sorgen soll, dass ich quasi damit aufhöre? Oder hat er es nicht gesehen?
bei uns ist kein Weg, ne? Genau. So, wir müssen wieder überall langlaufen, damit auch alles von der Karte aufgedeckt wird. Ja, wir müssen. Da unten geht's weiter. Danke. Many red stuff, indeed. Haben wir. Genau, also können wir direkt nach da unten gehen. Ah! Nein, lass mich doch da durch. Also ich kann zwar, indem ich was schmeiße, ein bisschen beeinflussen. Ist ja Gravitation an aus? Wichtige Frage, bevor ich einen Jump mache. Sieht so aus, als wäre die darauf da, okay. Okay, und hier ist die Corruption quasi schon weit genug vorangeschritten. Und das heißt, die oberen Memory Confluxes sind quasi einsatzbereit und die hier unten, ich würde mal schätzen, schalten sich stückchenweise ab. Wenn meine Theorie mit dem RAM stimmt, dürfte der Computer stückchenweise entweder RAM oder HDD verlieren, je länger das hier fortschreitet. Weil offensichtlich ist das blaue Zeug nicht supposed to be there. I am dead. Cool. Amazing. Egal. Wo bin ich? Ah, die Tatsache, dass ich stehe, dürfte mir eigentlich sagen, dass ich relativ nah hier bin. Ich bin da. Das ist actually amazing, weil ich war noch nicht auf der rechten Seite. Mensch, hervorragend. Taktischer Tod. Um absolut alles zu erkunden. Waren wir wirklich noch nicht? Doch, das ist das. Das ist der große Raum einfach nur. Ich glaube, der da drüben kann sich bewegen. Oder ist er noch, oder ist er kurz davor anzufangen, sich zu bewegen? Okay, ich habe zwar gerade schon den Blick nach unten gesehen und ich glaube, da ist keine Tür gewesen. Ich gucke trotzdem nochmal hier nach. Da unten ist keine Tür mehr. Okay, also da unten ist End of Exploration. Hier oben. Fuck, da oben sind noch die zwei Sachen, die ich für die Karte brauche. Ja, ich weiß, ich brauch's nicht wirklich. Bla 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 bla. Aber ihr wisst, Karte muss ausgefüllt werden. So viel wie möglich. Mach an. Oder, ja doch, mach an. Ich persönlich brauche es. Ja, ich wollte gerade sagen, das wird nichts. Yep. Meinte, ich schaffe das in einem Sprung durch.
In der Theorie ja, in der Praxis nein, weil ich höre einen Dipshit. Hm, da ist er. Da ist Mr. Dipshit. Der ist da, so jetzt in der Mitte des Bildschirms. Das war sehr close an, da ist tot an der Wand. Und ich glaube, der da unten fängt gerade an, nach mir zu tasten. Okay, wir sind durch. Wir möchten jetzt, okay, was heißt wir wollen, aber wir müssen jetzt nach oben. Ah, cool. Ja, frisst den Sprung einfach direkt. You know what? Kein Problem, ich bleibe einfach hier stehen. Ja, war mir klar, dass das nicht lange genug braucht. Mal ran. Perfekt. Okay, Hello Nightmare. Cool. Er hat sich nicht festgehalten. Warum auch? Okay, und jetzt fängt es leider schon an zu nerven. Und ich befürchte leider, dass außer zwei korrumpierte Räume hier oben sonst nichts ist. Ja, weil den Rest der Karte haben wir. Der Raum sieht einsatzbereit aus. Also den zu traversen dürfte dann kein Problem werden. Dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, gehen wir jetzt hier lang. Ach, Piss, warte mal. Das da unten war auch an Fortschritt Developments, ne? Genau, das ging. Könnte das Teil hier, dieses Runde, eventuell der Ausgangspunkt sein, von dem es aus korrumpiert wurde? Maybe. Oder dieses Gravitationsteil. Die Dinger führen überall zum selben hin, ne? Da ist alles voller Garbage. Ich kann halt nur hier schön durch und dann da nach unten. Das ist alles ein extrem langer Weg. Weil ich kann von hier nicht einfach nach oben. Kürzeste Weg. Der kürzeste Weg, sagte er. Der kürzeste Weg scheint actually zu sein, dass wir hier durchgehen. Und gehen durch 1, 2 und sind dann in den funktionierenden Memory Confluxes. Und sobald wir da sind, sollten wir ja eigentlich safe sein. Sagte er. Anyway. Lass mal loslegen. Wird auch nicht besser. Speer in die Hand, Abfahrt. Speedrun.
Wunderbario. Really? Nein, kein Speedrun. Mein Movement ist way too funky dafür. Passt. So, und jetzt komplett nach oben in zwei Jumps und dann weiter geht's. Wunderbar. Close enough. And I'm dead. Yep, cool. Die zutschen mich aus, Alter. Ich frage mich, wie das Geräusch aufgenommen wurde. Das klingt wie so ein Strohhalm, den du erst und dann so ein bisschen reinpusten tust, quasi. Falsche Taste. Aber ja, das ist immer noch der schnellste Weg dahin. Du musst halt wirklich gerade nach oben springen. Das habe ich halt gerade nicht gemacht. Die derzeitige Position war in der Tat nicht gewollt. How did you know? So, positionieren, gucken, Feuer frei. Wow, was ein Jump. Nochmal kurz abwarten, dann machen wir die finalen Jumps und dann sind wir durch. Gut, haben wir. Dann gehen wir jetzt nach oben und dann dürften wir safe sein, glaube ich. Weil ab da sind dann die noch funktionierenden Memory Confluxes und da scheint keine Danger für mich zu sein. Was ist das? Da. Okay. Mein Zerret, einen wunderschönen guten Abend. Oh boy, I sure do love this place. Mitten reingeflogen? Ja. Yeah. True though. Ich wollte eigentlich nur kurz nachgucken, was hier unten ist, aber dann hat mein Completionism mir gesagt, du musst jetzt die Karte komplett machen. Und Karte komplett machen dauert leider einen Moment. Lass mich da durch!
Und bei dir so? Guten Start in die Woche gehabt. Eventuell sogar mal einen Moment erwischt, wo es nicht geregnet hat. Wir hatten Dauerregen heute. Und am Wochenende auch. Unser Garten ist ein Sumpfgebiet. Basically. It's amazing. Da hätte ich nicht festhalten sollen. Wir warten. Nur ein wenig geregnet, aber geregnet. Aber geregnet. Morgen soll es schöner werden. Hust, hust. Wenn man bei fast 20 Grad von schön reden kann. Ich persönlich bin ja ein Freund von Regen. Ah ja, cool. Amazing. This place is sure lovely. Why am I trying this? Kann ich noch exiten? Na, ist egal. Da wäre ich nie rausgekommen. Naja, das Problem ist, ich will aus zwei Gründen dahin. Erstens, ich habe hier oben noch einen Teil der Karte, den ich nicht erforscht habe. Und mein Completionism dictates that I do complete it. Warum dauert die Karte manchmal ewig lange zum Öffnen und manchmal ist sie instant da? Boah, ist das ein nerviges Feature. Mach doch einfach die Karte auf. Genau, da oben ist noch ein Ding, was mir fehlt im Memory Conflux. Und Completionism dictates that I reveal it. Und dann würde ich von da aus gleich nach links weitergehen. Weil da war ich noch nicht. Jedes Mal, wenn ich bemerkt habe, dass da kein Memory-Konflux mehr ist, bin ich erstmal woanders hingegangen. Dafür bin ich aber dann confident zu sagen, dass wir absolut alles haben. Please, please, oh fuck, please, danke. Ich hätte keinen Bock gehabt, jetzt auf noch einen Cycle zu warten. Stark bewölkt. Das klingt eher nach meinem Wetter. This time for sure. Stark ist es erst, wenn ich aus diesem Scheiß hier raus bin.
Aus. Aus. So, und diesmal keine Spielereien. Ein gerader Jump nach oben an die Liane. Und dann nach rechts. Dann nach oben. Und dann safe nach oben durch. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Karte gucken. Links waren wir. Richtig, da ist nur noch ein zersetzter Teil gewesen. Das heißt, wir gehen jetzt nach da. Danach. Das war nicht der Weg, den ich gehen wollte. Das ist ein Witz. Es ist ein Witz. Das ist... Habe ich schon mal gesagt, dass diese Steuerung ein absolutes Parkinson-Syndrom ist. Und ich tue mich wirklich, wirklich schwer damit, dass ich den Speer in die Richtung werfen muss, in die ich gehen möchte. Alle Sensoren, die ich besitze, sagen mir, wenn du in Zero G nach vorne willst, musst du den Gegenstand hinter dich schmeißen. Because you, well, you have to. That is how Zero G works. Not in this game, apparently. Developers smoked crack, apparently. Ja, dann jump halt einfach nicht. Das ist auch totally fine for me. I am dead. I'm not dead. Aber weiter kommen wir auch nicht. Ja, okay, komm. Gönn dir. Ernsthaft? Danke. Amazing. Das Gebiet ist so funny. Aber man muss nach wie vor sagen, selber schuld an mir, dass ich hier lang gegangen bin. Von dem, was ich sehe, weil... Warte. Mal kurz nicht den Einsatz im Lied verpassen. Von dem, was ich sehe, hätte ich dieses Gebiet überhaupt gar nicht machen müssen. Und ich glaube, die einzige Sache, die man von hier quote-unquote bekommt, ist ein Collectible. Ansonsten bin ich diesen Weg hier literally gegangen, nachdem ich wahrscheinlich schon weitergekommen wäre. Die Karte reveals gerade nicht, aber ja, ich glaube, da drüben ist da, wo ich als nächstes hingehen will, wo man von hier den ganzen Weg dann auch langkommt. Also ist dieses gesamte Gebiet für ein Collectible da gewesen. Isn't that amazing? Go-Go Gadget Bullshit. Sie sind einfach zwei Tote da drüben. So funktionieren Lianen nicht. Auch in Zero G nicht. Ich wage zu behaupten, genug mit Physics Simulations zu tun zu haben, dass ich dir sagen kann, dass das so nicht funktioniert. Finally.
all das. All this fucking bullshit. Nur damit ich hier reingehe und einmal im Raum durch die Gegend fahre. Damit er auf der Karte eingezeichnet ist. That is the entire fucking reason.